Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge an einem neuen Freitag zu Barbecue Madness. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Ich habe hier schon Bier auf, wieder. Und zwar, weil wir heute eine etwas kürzere Folge machen. Ich weiß, das sage ich oft und dann sind die Folgen so zwischen 45 Minuten und 3 Stunden. Aber ich bin guter Dinge. Freshman, ich habe dir schon was aufgemacht. Witze hier vom Helge Palal, wie hat mein Typ im Getränkemarkt zu mir gesagt, ne? Ich habe Craft Beer gesucht, haben wir nicht. Ich habe nur dieses Palal. Also willst du ein Pale Ale oder willst du ein Amber? Ich nehme das Pale Ale. Okay. Ist gut, weil ich wollte eher das Amber. Ah, Prost ja, dann. Schon mal. Cheers. Auf euch. Klasse, Helge. Wir machen heute einen absoluten, ihr werdet es wissen, Klassiker. Und diesmal ist es aber auch wirklich ein Klassiker, den man immer zu Hause haben sollte. Und zwar machen wir, Leute, Freshman, du wirst dich freuen, Senf. Geil. Oder? Die Mannigfaltigkeit der Senfe, Leute, ist der absolute Oberknaller. Wir kaufen alle irgendwie gerne einfach Senf ein. Ich persönlich habe mir da sehr lange gar keine Gedanken drüber gemacht, weil Senf ist halt so ein Ding, du holst ja vom Bautzen irgendwie aus dem Regal und dann haust du da drin und ist fertig. Es gibt aber so viel geile Ansätze, selber Senf zu machen. Und Leute, ihr seid die Architekten eures Senfes und eures Senfkonsums und eurer Senfzusammenstellung. Dazu erzähle ich euch gleich was, wie wir das machen und warum der Freshman so ein oberscharfer Typ ist, sehen wir nach dem Intro. Willkommen zurück aus dem Intro, Leute. Wir fangen auch direkt an. Perfekt. Ich habe nämlich jetzt eine Frage. Aha. Und zwar, jetzt gibt es ja so ganz viele verschiedene Senfsorten, ne? Hier so Dijon und den amerikanischen und dann gibt es noch süßen. Du musst das richtig aussprechen, sonst beschweren sich wieder Leute, dass wir das nicht richtig aussprechen. Dijon. Le Dijon. Ja, da lacht sogar die Möwe. So ein Klassiker, so Bautzner, ne? Der Bautzner. Dann diese amerikanischen, so ein Yellow Mustard. Ja. Was machen wir denn heute? Das ist eine sehr gute Frage, Freshman. Props gehen raus an dich. Schreib eine 1 in den Chat, wenn der Freshman mal eine super gute Frage gestellt hat. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Senftypen. Wir gehen mal so ganz schnell im Schnelldurchlauf durch, damit ihr wisst, was Sache ist. Also wir haben hier den wir oft auch so für Sandwiches oder Burger oder so benutzen, ist dieser Yellow Mustard, also dieser amerikanische Senf. Der zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass der halt relativ mild ist, kommen wir auch noch gleich zu. Da werden die Senfkörner nämlich mitgekocht, ne? Also mit eingeköchelt. Das nimmt halt die Schärfe. Der ist auch meistens ein bisschen gelber, das heißt, da sind mehr Farbstoffe drin. Farbstoffe heißt das, glaube ich, ne? So wie hier. Kurkuma. Kurkuma oder manchmal ist auch Curry mit drin oder wenn man Fancy Mustard hat, vielleicht sogar ein bisschen Safran. Da wird es dann aber sehr teuer. Dann gibt es natürlich hier den sehr scharfen Dijon-Senf, den wir eben schon erwähnt haben. Sehr beliebt in der Küche auch oder für Vinaigrettes oder Dressings sehr gern genommen. Der ist halt echt scharf, hat einen hohen Essiganteil. Und bei Dijon ist das Besondere, dass der mit Verjus gemacht wird. Weißt du, was Verjus ist? Ich habe absolut keine Ahnung, was Verjus ist. Verjus. Das ist ein Weinessig, quasi der Most aus Wein, der aber nicht fermentiert wurde. Also dann aus dem Traubenmost quasi ein Essig gemacht. Hat eine ganz spezielle, ja, müsst ihr euch mal bestellen, Leute. Ist schwierig zu erklären. Das ist auf jeden Fall hier drin und gibt den... charakteristischen Geschmack. Dann haben wir hier, das ist auch nochmal Dijon. Können wir mal reingucken. Der ist natürlich ein bisschen stückiger. Ne? Da seht ihr schon, komm mal ran hier auf den Meter, Freshman. Da seht ihr schon, sind verschiedene Farben drin. Ne? Es gibt nämlich verschiedene Senfkörner, da komme ich gleich auch nochmal zu. Und der ist einfach grob gelassen. Ne? Wogegen wir hier, der ist hier einmal schön durchgestrichen. Da seid auch ihr die Architekten eures Senfes. Dann haben wir natürlich noch den ganz normalen Senf, hier so wie ihr ihn von Löwen oder Bautzen oder sonst irgendwo kennt. Der ist halt so typisch deutsch, gibt es in verschiedenen Arten, auch ein bisschen essiglastiger, ein bisschen schärfer. Und dann gibt es natürlich hier noch die bayerische Version. Ja, das habt ihr ja, dieser süße Senf, Freunde. Ne, das seht ihr schon, der ist ein bisschen dunkler und halt sehr süß. Was ist da drin, wenn er süß ist? Zucker. Zucker, genau. Oder Ahornsirup. AKA Ahorn Syrup oder auch gerne mal Honig. Was machen wir heute aber für einen Senf? So ein Klassiker.
Ein Klassiker. Das ist gut, weil ich weiß auch gerade noch gar nicht, was wir reinmachen. Aber ich habe mal mannigfaltig hier alles hingestellt. Wir werden auf jeden Fall so ein Grundrezept machen und vielleicht den einen Teil dann so ein bisschen flavern. Gut, Freshman, was brauchen wir für einen Senf vor allen Dingen? Senfkörner. Senfsaat. Eine Rassel. Genau. Guck mal hier, Leute. Also, hier haben wir Senfkörner. Die findet ihr in jedem normalen Supermarkt oder in einer Apotheke, wollte ich gerade sagen, im Reformhaus oder sonst wie. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene. Diese kleinen gelben sind die häufigste Form, die ihr findet. Die sind relativ mild. Es gibt dann braun und es gibt noch sehr dunkle, also fast schwarze Senfkörner. Je dunkler die Senfkörner an sich sind, desto schärfer sind sie. Gut, okay. Wir haben noch so ein bisschen flavern tue ich unseren Senf. Und auch da ist halt geil, dass ihr mit dem Senf euer Geschmacksprofil anpassen könnt, wie ihr es möchtet. Also zum Beispiel, wenn er sagt, ich mache gerne irgendwie so Pastrami-Sandwich oder so. Und da finde ich es geil, wenn so ein bisschen Süße und aber ich will auch so ein bisschen Zwiebel-Flavor oder so ein bisschen Knoblauch-Flavor. Macht ihr euch einen Senf, macht ein bisschen Zwiebel, macht ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Honig oder Ahornsirup. Und ihr könnt eine Reihe, jetzt kommt wieder der Barbecue-Kühlschrank zu sprechen, Leute, bestellt euch direkt noch einen, denn ihr könnt mannigfaltige Senfe herstellen in kleinen Döschen oder Fläschchen oder wir haben hier heute mal so eine Spritzflasche, ne? Für jede Gelegenheit den richtigen Senf. Seid da mal traurig, macht da Sad-Senf, der ist ein bisschen dunkler, so ein Emo-Senf. Ne? Und wenn ihr mal ein bisschen besser drauf seid, dann macht da irgendwie so ein LSD-Senf, irgendwie eigentlich mit so bunten Farben drin oder so, und Sprinkles und so. Okay. Du machst Foodporn und danach erkläre ich weiter. Und go! Guckt mal hier rein, Leute. Ihr seht jetzt, ne, ich glaube, wenn wir einen Brotteig hätten, für die Bäcker unter euch, dann würden wir jetzt sagen, das ist die Autolyse. Also wir lassen das jetzt stehen und das Senfmehl saugt jetzt langsam die Flüssigkeit. Ich mache meine Soundeffekte heute selber, Freshman. Super, dann habe ich geil, weniger, ne? zu tun. Hat weniger Freshman zu tun. Den musst du aber einfügen. Wie gesagt, es wird dann noch ein bisschen fester. Solltet ihr jetzt trotzdem, ne, Leute, solltet ihr jetzt sagen, die Konsistenz ist mir viel zu flüssig, könnt ihr es entweder vorsichtig nochmal auf kleinster Flamme nochmal draufstellen und unterrühren, nochmal ein bisschen einköcheln, weil Leute, zu viel Hitze macht das Senfkorn bitter. Allgemein ist aber zu sagen, der Senf, wenn ihr den macht, ist die ersten zwei Tage immer ein bisschen bitter. Das ist ganz normal. Das verliert sich dann aber, besonders wenn ihr mit Essig arbeitet. Ihr könnt nämlich Flüssigkeiten reinmachen. Wir haben jetzt hier Wasser und Essig genommen. Ihr könnt Bier nehmen, ihr könnt Wein nehmen, ihr könnt Cidre nehmen, ihr könnt whatever, könnt ihr da reinpacken und euch halt euren Senf so flavern. Essig und Salz sind halt die schönen Sachen, weil erstens, eigentlich möchte man ja durch den Senf so ein bisschen das Essiglastige haben. Wenn ihr natürlich weniger essiglastig mögt, macht einfach weniger Essig rein. Und das Tolle daran ist ja, Freshman, Senf ist eines der Zutaten, die du ungekühlt stehen lassen kannst. Es wird nie schlecht, es kann nicht schimmeln, weil Essig, Salz, Senfkörner, probiert's mal aus, Leute. Wir hören uns in 10 Jahren. Dann gucken wir mal, ob bei euch irgendwas geschimmelt ist. Gefühlte 10 Jahre später. Ihr seht jetzt schon, guck mal, Freshman, es wird jetzt, zieht jetzt so ein klein bisschen an. Ne? Ich finde die Konsistenz jetzt schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. So ein bisschen wird es gleich auch noch anziehen. Also uns reicht das hier heute. Ich habe gerade eben noch mal so ein bisschen hier, was hatten wir hier, getrocknete Zwiebeln reingepackt, weil ich es einfach geil fand. Und Freshman, du bist ja auch so ein scharfer Typ. Schreibt eine 2 in den Chat, wenn ihr findet, dass der Freshman auch ein heißer Typ ist, scharfer Typ ist. So, ich mache hier noch ein bisschen für uns rein, ne? Mach mal. Wir essen ja gerne scharf. Das klingt immer so, wie, als wären wir so ein Pärchen, ne? Wir mögen das ja ganz gerne. Nein, bei uns ist das immer anders. Okay, auch noch untergerührt. Auch noch wichtig zu sagen, das ist jetzt eine sehr einfache
Art bzw. eine sehr schnelle Art, um Senf zu machen. Ihr könnt Senf natürlich, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, nehmt da die Senfkörner, ich habe jetzt keine mehr hier, aber die waren ja da drin, und packt die in die Flüssigkeit mit Wasser, Essig, was ihr sonst noch reinpacken wollt, packt die rohen, die getrockneten Senfkörner da quasi rein und lasst das 48 Stunden stehen. Damit saugen sich die schon auf und dann könnt ihr die entweder leicht erhitzen oder ihr steckt einfach direkt euren Mixstab da rein, zieht das einmal hoch und habt auch Senf. Das geht auch schnell. Viele Wege führen nach Rom, sagt man, ne? Unser ist auf jeden Fall heute die Variante. Man darf ja auch langsam wieder in die Gärten von anderen Leuten eingeladen werden. Und ihr braucht noch irgendwas zum Mitnehmen. Macht einen schnellen Senf. Macht irgendwas rein, was die Freunde von euch geil finden. Und ich habe was, das können wir gleich mal ausprobieren, Freshman. Ich habe nämlich hier so ein bisschen Tandoori Masala Gewürz mitgebracht. Riecht da mal dran. Da ist so Boxhornklee ist da drin und ein bisschen Paprika und Chili und so. Und ich halbiere das gleich und packe da einfach so ein bisschen noch mit unter. Und dann probieren wir das gleich mal. Denn zu so einem guten Senf gehört natürlich... Eine Wurst. Eine gute Wurst. Da wechseln wir jetzt gleich noch die Location. Freshman, du hattest gerade noch, als wir hier so schön Pause gemacht haben, eine Frage zur Konsistenz. Genau. Ja, also die Frage war vorhin, wie... kriegt man den dann noch cremiger? Also ich meine, klar, der ist jetzt schon cremig, aber ja noch so ein bisschen... Diese cremig. So ein bisschen stückig in sich. Ach so, du meinst feiner. Noch feiner, ja. Genau. Da gibt es zwei Methoden, wenn ihr also quasi sowas wollt. Ich kann das hier mal nebenhalten. Ne? Da sieht man natürlich schon einen Unterschied. Dann habt ihr entweder die Möglichkeit, das in den Mixer zu packen und einmal auf höchster Stufe, wie gesagt, da auch nur kurz, weil wenn ihr mixt, wird der Mixer und die Flüssigkeit innen drin oder was ihr reinpackt auch heiß. Das heißt, es kann wieder sein, dass euer Senf danach plötzlich bitter ist. Einfach reinpacken, einmal kurz auf höchste Stufe, wieder zurück und dann sollte der weitaus feiner sein. Wenn ihr es noch feiner mögt, ist das hier euer Tool, das ihr braucht. Der Freshman schüttelt nur den Kopf. Ja, den Witz fand ich die letzten 8 Male schon doof. Den habe ich nämlich immer rausgeschnitten. Ja, jetzt aber nicht. So, und dann könnt ihr das hier einfach reinpacken, Leute. Und passieren wir durch. Ein wichtiges Tool übrigens ist hier Gummispachtel. Ich muss ja wieder jugendfrei sagen. Gummispachtel sowohl zum Einrühren als zum Umrühren, auch zum Rauspacken oder zum hier rausfriemeln. Mal kurz eine Lanze brechen hier. Oh, du kriegst einfach alles raus. Siehst du das? Cool. Es ist einfach, jetzt habe ich hier abgesenft. Mmh. Oh! Why so spicy? Oh, der ist scharf, Freshman. Alte Granate. Okay, wir passieren das hier jetzt noch ein bisschen durch. Da müsst ihr jetzt nicht zugucken. Wir sehen uns gleich wieder, wie ich das hier durchpassiert habe. Bis gleich. Alright, Leute, so sieht das aus. Ihr vielleicht habt da, weiß nicht, ob es der Freshman drauf hatte, so ein bisschen gelacht beim Umfüllen, weil seid auf jeden Fall smarter als ich und nehmt euch einen Trichter mit. Das ist weitaus einfacher, dann hier reinzufüllen. Das sieht ziemlich nice aus. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Mal gucken, ob was rauskommt. Ja, das sieht auch gut aus. Kommt was raus. Ihr könnt natürlich den Senf noch feiner machen. Ne? Ihr könnt den jetzt noch zweimal durchpassieren oder ihr packt den erst in den Mixer und passiert ihn dann durch. Je feiner das Sieb, desto feiner wird das. Ist halt immer die Frage, was ihr möchtet. Ihr seid die Architekten eurer Konsistenz. Wir haben jetzt hier einmal den normalen Senf Freshman und hier, guck mal, haben wir noch so ein bisschen übrig. Da hatte ich ja gesagt, machen wir mal ein bisschen fancy Stuff. Ich packe ein bisschen Honig rein, dass das Ganze ein bisschen süßer macht. Obwohl Freshman ist eigentlich schon süß. Und dann so ein bisschen von dem Tandoori. Das riecht so geil. Das riecht echt Tandoori-Gewürz. Dann rührt das unter. Ja. Und
dann sind wir eigentlich auch schon ready für die kleine Überraschung heute, denn wir hatten ja vorhin angekündigt, dass wir zum Wurstgrillen heute die Location wechseln. Was könnte das denn sein? Also, wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Nee, pass auf, Freshman, ich schnipse und dann sind wir schon bei der neuen Location. Okay. Mein Lieblingstrick. Okay, perfekt. Are you ready? Ich bin ready. Freddy? Freddy? Ich muss jetzt laufen, oder was? Oh ja, yeah, Leute. Geile Location, aber ach, scheiße, vergessen. Oh ja, yeah. Ich liebe diesen Trick. Freshman! Bist du? Ja, hi. Ja. Mein Scheißtrick, kannst du das nicht mal ein bisschen trainieren, dass du mich mitschnippst oder so? Nein, wer schnipsen kann, ist stark im Vorteil. Genau, so ist das. Freshman, du Cheers siehst ja mal. Hier, ja, schön, dass du hier bist. Du musst gleich aber nochmal weg, ne? Hinter die Kamera, denn wir machen jetzt noch ein Foodporn und wir müssen den Leuten ja noch sagen, warum wir jetzt überhaupt vor diesem nicen Edelstahltor stehen, oder? Das würde ich aber sagen, machen ich wir. Ich dachte, das wäre die Überraschung. Einfach das Edelstahltor. Genau. Leute, wir wollten euch einfach mal zeigen, wie so ein. Wir sind jetzt stolze Besitzer eines Edelstahltors. Genau, da parkt der Freshman sein Auto hinter. Das wollten wir euch zeigen. Wir machen jetzt nämlich hier eher so auf Motor-Channel, weil läuft besser. Läuft besser, genau. Okay, Freshman, du schnappst dir die Cam und wir machen Foodporn, denn jetzt, Leute, gibt's Überraschung from Outer Space. So Leute, wir sind durch. Jetzt warten wir eigentlich nur auf den Freshman. Wo ist der eigentlich überhaupt jetzt gerade wieder? Freshman! Habt ihr nicht gesehen? Der ist so Camouflage in seinem Pullover heute. Stimmt. Du standst die ganze Zeit hinten an der Wand wahrscheinlich. Aha, ne? Genau. So, heute ist alles ein bisschen anders. Cheers. Schön, dass du nochmal da bist. So Freunde, wir sind hier aber hier, weil wir ordentlich absämpfen wollen. Und deshalb... Steht das im Duden? Absämpfen? Das ist Jugendwort. 2029. So, okay. Was erwartest du dir, Freshman? Ich mach mal zwei Dinger hier hin. So. Ich erwarte... Oh, schön. Was ich erwarte, ist einen richtig leckeren Senf mit einer guten Wurst. Bei dem bin ich echt gespannt. Den habe ich jetzt noch nicht probiert. Der sieht... Der riecht aber ziemlich nice. Geh mal kurz aus dem Bild. Ich muss das mal zeigen hier. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Da haben wir richtig schön Honig und das Tandoori-Gewürz noch reingehauen. Aber wenn ich schon mal hier vorne bin, Freshman, hau ich das schon mal hin. Also ich hole mal ein Messer. Du kannst ja schon mal die Wurst anschneiden. Ja, mach ich. Okay, während wir warten, Leute, hinten Location, habt ihr ja gesehen, ist übrigens unser neuer Showroom in Düsseldorf. Falls ihr, ne, wir kriegen ja manchmal so Anfragen, wo dann steht, oh, Freshman, kann ich dich auch mal antatschen oder kann ich eure Grills mal irgendwie anfassen und so. Ab jetzt könnt ihr das. Ihr könnt einfach nach Düsseldorf kommen. Das hier hinten ist unser Showroom. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht einen Termin oder ruft an. Findet ihr ganz einfach unter service@bernhard.de. Da einfach mal anrufen, euch informieren, auch wenn ihr sonst irgendwie mal Rat braucht. Gut, dann würde ich mal sagen. Okay, wir haben gar kein Besteck hier oder so, ne? Aber ist auch scheißegal, Leute. Wir machen mit die Fingers heute. Ich nehme auch mal so. Ich fange mit dem normalen mal an. Ja, genau. Super lecker. Mmh. Oh, schon ein bisschen scharf. Mmh. Aber ey, boah. Mmh, zieht nach, Leute. Ich bin ganz ehrlich, als du gesagt hast, Senf selber machen, war ich nicht so 100% überzeugt. Echt nicht? Nee. Aber jetzt bin ich's. Trust also, the Freshman. Müsst ihr nachmachen und ist halt echt easy. Das Video ist wahrscheinlich kurz und hat nur 20 Minuten oder so. 30. Na, so viel auch nicht. Und jetzt den Tandoori-Senf. War doch Tandoori, ne? Mmh. Oh ja. Oh, der ist geil. Mmh. Also Leute, wir nehmen mit, Senf machen ist mega easy. Ihr seid die Architekten eures Senfes.
Der Freshman rennt jetzt wieder zur anderen Location, glaube ich, um die Glocke zu holen. Das kann jetzt, deswegen ist die Folge heute auch 45 Minuten. Macht's nach. Macht's. Sorry, war schon ein bisschen früh gekommen. Macht's nach. Verschiedene Sämpfe, probiert einfach mal aus. Könnt auch Feigenzeug mit reinpacken oder Cranberry oder sonst was. Ihr seid die Architekten, seid kreativ. Wir machen. sehen uns nächste Woche, schaltet wieder ein. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Genau. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Barbecue Madness. Ciao, ciao. Subscribe, yeah!